sind wir nur auf der anderen Seite vom Berg. Weißt du nicht? Ich bin so ekelhafter. Sie stinken immer so. Sie stinken oh, immer so. Oh mein Gott, ich bin ja auch ein bisschen ekelhafter. Ja, Und da ist jetzt Lambda 2, dann brauchen wir weniger. Aua, squa! Piranhas! Alle beißen das Sack auch, wenn sie das schießt. Was man mit Horz da kann, wissen wir auch noch nicht, gell? Na. So, Abflug. Ja, immer der Nase lang. Und jetzt war noch kurz was schenken schon. Ob jetzt ringt sich. Da liegen die überall Blal von zum Ganzen. Zu jeder Zeit. Also haben wir jetzt so Hasayuaka. Ja, ich hab die komische Baumliane und die Psychoteria. Müssen wir genau. Dann schießen wir uns mal wieder weg. Da liegt der Bambus umeinander. Also wir haben schon geschickt, die Leute. Ah, kleines Feuer. Ja, scheiße, was sollten wir jetzt Holz herbringen? Da ist ein Baum. Ja. Sammeln. 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 Weil brauchst nicht, weil deine Axt erneuern. Sammeln. Verstehen Sie Spaß? Ja, das auch. Sammeln. Braucht nur zwei Stücke. Blut kann ich machen, wenn es ist. Ja, ich mach's schon. Achso, okay. Dann steh wieder auf. Dann steh ich wieder auf. Come on! War dann wie fei? Aha, Ayahuasca. Okay. Emanuel, wuchst du hier bei? Ja, hallo, hier. Ah, die Weidefussel. Ah, hier bei, nimmer noch. Oh, das war überhaupt kein Mann. Ah, schon hier, Baby. Ah, schon hier, da können wir schon wieder durchlaufen. Muss gar laufen. Oh, Erleuchtung. Schmetterling. Oh Gott. Ich hab das Spielen schon schlecht. Wie denn? Hier oben in der Nase lang, gell? Wie so viel Ausdauer habe ich verschrungen, mein Gott. Ja, nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist er denn? Ich krieg jetzt wieder einen Traum. Oh, cool. Oh, du baust hier Stora Ding auf. Pipi. Gott. Oh, ich bin gefunden. Oh! Mann, du? Hm? Hier ist es ganz schön dunkel. Wirklich? Ja. Zu blau. Ich gerade in einer Art Klinik oder ja, was? Ja, ja, schaut ein wenig schon aus. Hallo? Kann man die Tür aufmachen? Ah, bin dazu. Stimmt. Ich gehe zum Licht. Ist es? Achso. My office? Da kann man noch weitergehen. Funkchen. What the fuck, was ist denn das? Ist das mein Büro? Milze. Notiz. Aus dem Mirror lesen. Wundort von Pilzen und lauter so ein Zeug. Mera-Zeug. Es stimmt, dass den Yahawaguaka, die Ayahuasca regelmäßig trinken, soziale Interaktionen leider fallen. Im Allgemeinen sind sie außerordentlich gefasst und zufrieden. Zudem haben sie ein ausgezeichnetes Gedächtnis und sind in der Lage, sich gut zu konzentrieren. Der hat da schon mal irgendwie ein wenig umeinander gesübschaftelt. Ich glaube, er hat sich davon vorbereitet, kann das sein. Moment.
Weißt du, wo es weitergeht? Ich sehe es schon nicht. Für das Kapitel über natürliche Arzneien, Fundort des Pilzes in den Höhen des Hüllen des Dschungels. Alles klar. Ah, ich weiß noch nicht, was weitergeht. Du schon was gefunden? Na. Hallo? Ich bin gerade voll auf der Suche. So genau müssen wir wahrscheinlich zurückgehen. Gehen wir wieder von dir raus. Sollen wir noch mehr rausgehen? Ali, schauen wir mal. Gehen wir wieder in den Dschungel. Ah, da geht's ja weiter. Ah, zu weit bin ich noch nicht. Tür benutzen. Gut. Jetzt haben wir aber Cleaning, gell? Hallo? Bist du mehr Schärfe, bitte? Was quite good. Als Optiker, gell? But people aren't interested in lost tribes, deforestation or global warming. We don't think about such things until it's too late. Jede Menge zu lesen. Eine Reise ins Herzen des Dschungels. People just don't care. Zahlungsaufforderung. Da sie in Zahlungen in Höhe von 70.000 US-Dollar für bezogenes Darlehen nicht entrichtet haben, bitte ich Sie hiermit um die Begleichung der genannten Summe innerhalb von 30 Tagen Abbehalt dieser Aufforderung. Falls sie innerhalb der gesamten Zeitraum keine Zahlung in ihrer vollen Höhe eingeht, werden wir Zinsen erheben und den Fall vor Gericht bringen, wofür sie ebenfalls die Kosten zu tragen haben. Haben die zwei verschwiegt? Ja. Schau doch mal die Birchel an. Die haben die Birchel geschrieben. Und keiner. Keiner will zu haben. Mhm. Gehen wir weiter? Yes. Jetzt bin ich im Krankenhaus. Wann er zur Tür? Ich denke, ich bin selfish, just like everyone else. Don't you? Maybe you're right. Maybe I should have just given up. What happened? Why are you here? I know. Is this she? What drove us. But it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Mia berühren. Mia. I didn't know. Ich glaube, sie war verschuldet. Ja. Aber warum weiß er von dem Ganzen nichts mehr? Hallo? Neuer Eintrag. Dank dem Ayahuasca sind einige Erinnerungen zurückgekehrt, aber ich verstehe sie nicht. Habe ich ein Buch geschrieben? Wurde Mia krank? Sind wir deswegen hier? Warum hat mir Mia nichts gesagt? Ich brauche Antworten. Frischer Tobak. Mia, I drank another dose of Ayahuasca and... But why didn't you tell me you were sick? Jake. Is that why we were here? Yabawaka have a remedy and we were going to get it for you? If only it was that simple. I would have told you already. Then why don't you just do it? I'm afraid you won't get back to me and all I want is for you to be safe. Whatever it is, Mia, please tell me. Please, Jake. Going. If you can't make it, neither can I. Let's just not bring this up again until you're safe, okay? I don't understand any of it, but I know I have to find you. Let's just focus no. on that, please. Danke, Scott. Bitte. Ich hab irgendwas an mir. Ekel bestimmt, ja. Also, mir geht's
schon lange nicht mehr so gut wie gerade im Moment. Also ich bin full of energy. Ja, ja. Rauf oder rüber? Rüber. Ach so. Ich glaube, dass es da oben nichts gibt. Sagst du deinen Jugendlichen leicht so? Haben wir noch auf dem verbrannten Teil? Schau, gell? Wir haben jetzt den verbrannten Teil, ja. Let's do this. Definitiv. Oh, oh! Oh, war fast rein knapp, Manuel. Das war knapp. Aber es ist fast eckerin, weißt du. Bitte dich. Schlitz, Schlitz! Zweimal Hedgehog und Krokodil ist am Ende. Krokodilende, da haben Frösche, geh mal für die Frösche weg. Ich trau dich nicht. Fallgiftfrösche. Giftig. Und solange es nicht angelangt, fällt mir nichts. Ich möchte gerne auf die Insel. Oder? Nein, ich möchte nicht um mich schwimmen. Warum nicht? Weil ich hab da Angst. Alligator. Hallo, wir haben gerade ein Krokodil erledigt. Ja. Weißt du, dass du einen Kuhbär drin haben? Nein. Okay. Kannst du ja gern schwimmen. Okay. Da geht der Baum um. Na. Ja. Wahnsinn. Hier schwimmt er hier. Wasser schmutzig. Es war nichts gewesen. Das Wasser schaut nicht einmal so schmutzig aus. Nicht gehört, das schaut voll schön aus. Oh, da rennt dieser Lavamandel. Komm sie. Ja, ich komm. Ich hab dich eingeholt. Hallo? Rostige Machete. Das ist ein Angel. Die gibt wohl auch Schwör, das ist voll das geile Teil. Nüsse. Das ist ein Schmerzmittel-Target. Auf Rally. Tagebuch. Auf Rally. Dose. Dose. Nüsse. Angel? Tagebuch. Ja, Angel kannst du mitnehmen. In einem Schaumel mit, weil dann können wir es am Lebau. Angelhaken? Da ist ein Riesentext dabei bei dem. Das, nein. Ehrlich gesagt, nein. Noch ein verlassenes Lager. Werde ich verrückt? Wo sind alle hin? Sie können nicht einfach verschwunden sein. Sollte ich diese Dinge nehmen? Was, wenn sie zurückkommen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Juan ist tot. Ach, wow, ist tot. Die Chupahuaca haben uns angegriffen. Nein, sie können es nicht gewesen sein. Unsere Angreifer waren Wilde, die sich Schädel auf die Gesichter gemalt hatten. Ja, das sind die unseren. A few years back, an Englishman walked the entire length of the Amazon River, and it took him over 2 years. World full of people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like, leaving all their gear? That just doesn't make sense. That is strange. But maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Yeah. Doesn't look like anybody will be needing any of that. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. I wonder why they do that. To show a sign of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Got it. Survival of the fittest. Kommst du mir jetzt mal? Schau dir mal die Karten da. Flugzeug. Okay.
Auf die Reise begeben wir uns dann auch wohl erst beim nächsten Mal. Das hat nämlich, sagen wir, beenden wir jetzt die lange Aufnahmesession. Leck mich fett. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Im Jahr. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und wir werden uns dann wahrscheinlich zur nächsten Folge Green Hell sehen. Oh, und was. Wahrscheinlich sehen wir die dann schon bei meinem, in meiner neuen Wohnung, yes, weil da wir wahrscheinlich schon umgezogen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Arrivederci und ciao.